So. Guter Anfang, erstmal verschlucken. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir fahren heute recht viel Boot. Aber das ist okay, habe ich entschlossen. Zudem habt ihr mir vorgeschlagen, dass ich die Basis in die Mitte der Insel packen kann. Aber das kann ich ja offscreen zwischen der und der nächsten Folge machen. Und ich habe halt Angst vor diesen Dingern da gehabt, aber scheinbar sind die nicht aggressiv. So. Wartet. Ich habe eigentlich mir was auf dem zweiten Bildschirm aufgemacht, was ich, klug wie ich bin, natürlich schon weggeklickt habe. So. Wir müssen... Warte, wo ist unsere Insel? Da ist unsere Insel. Die Insel befindet sich ja am Rand vom Grand Reef und vom Sparse Reef. So, Sparse Reef ist wahrscheinlich das hier, wo nichts los ist. Die Viecher mit den Beinen, habt ihr mir übrigens allen geschrieben, machen nichts, die existieren nur. Und wenn ich dem Sparse Reef folge... Nee, wenn ich durch Sparse Reef durchfahre... Gott, ich brauche einen Kompass, damit ich mich in Richtungen orientieren kann. Ja. Schaffen wir es schon irgendwie. So, erstmal ein bisschen weiter runter. Ich muss schräg von der Aurora wegfahren. Soll ich nochmal hochtauchen, die 100 Meter? Spiel ist hängen geblieben. Lass mal alles los. Ah ja, okay. Danke, sehr nett. Ich muss, wir suchen das Blattkelb. Das ist ein sehr, sehr kleines Biom und was nur einmal auf der gesamten Karte existiert. Und, da ist die Aurora, also müssen wir so circa da lang. Ja, circa so in die Richtung müssen wir geradeaus. Weil dort gibt es das Blutöl. Scheinbar. Ich weiß nicht, wie es aussieht und was für Gegner dort sind. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und dann als zweites wollen wir ins Mountain-Biom, was nicht auf meiner Karte irgendwie markiert oder beschriftet ist. Was aber da in der Nähe von diesem Pilz-Biom sein soll, wo wir waren. Weil dort gibt es Magnetit und wir brauchen, glaube ich, 4 Magnetit. Dann können wir alles herstellen, was wir brauchen. Immer noch nach Sparse Reef aus. So, schwimmen wir ein bisschen weiter. Sind wir hier mit unserem U-Bötchen unsterblich? Vielleicht ist es auch das Blattkelb, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, das Kelp Forest waren ja auch solche Ranken, die nach oben gewachsen sind, also nehme ich an, dass wir hier gerade nach roten Ranken Ausschau halten. Ich fahre mal rückwärts. Hallo? Nichts. Hä? Naja. Whatever. Mich macht es nur immer ein bisschen nervös, wenn ich irgendwelche Schlaggeräusche beim Schiff höre, aber keinen Gegner sehe. Ja. Warum geht's hier auf einmal so weit runter? Nach einem Pilzbiom aus. Seid ihr Blattkelb? Kann ich bei euch das ernten, was ich brauche? Gehen wir mal noch ein paar Meter weiter. Jetzt habe ich den Felsen gerammt, das ist meine eigene Schuld. Wenn ich zu weit schwimme, komme ich in die Dünen. Das können natürlich auch die Dünen sein, ne? Ist ja das Gute, wenn man nicht weiß, wie welches Biom aussieht. Huch. Du scheiß langes U-Boot, ne? Ich stoß mich die ganze Zeit wahrscheinlich mit dem Heck irgendwo an. Huch.
Ja, auf einmal eine 180 Grad Winkeldrehung. Hier wahrscheinlich immer noch irgendwo fest. Das ist ja ganz cool, jetzt mein Schiff nach vorne geneigt. Hier nach unten tauchen. Up, up, up. Ich glaube, wir sind Vollgas dran vorbeigefahren und befinden uns schon in den Dünen. Deswegen schwimme ich mal nach oben, damit sich mein Schiff wieder gerade richtet. Weil es ja gerade komplett gedreht ist. Weil es sollte richtig nah sein. Wir fahren jetzt schon ein paar Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich es gleich gefunden habe. Bis gleich. Hallo. Ich habe mir ein Bild angeguckt und ich sehe da unten irgendwas, was danach aussieht. Wir brauchen 16 Blut-Dingsi. Ich habe auch nachgeguckt, wie man die findet. Die wachsen scheinbar an diesen Dingern. Irgendwie. Und oh, da schwimmt... ach, die Dinger, die habe ich schon mal irgendwo in einem Trailer gesehen. Die sind, glaube ich, aggressiv. Ja, natürlich ist hier was Aggressives. Wie sieht es... Das ist da so ein Blutdingsi dran. Ich glaube, hier ist ziemlich viel aggressives Zeug. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ran. Schwimmpaar... Ich habe zwischendurch natürlich wieder gegessen. Ich bin komplett... Ich war im Dünenbiom übrigens, habe ich gemerkt. Jetzt bin ich einfach am Rand von dem Sparse Reef entlang geschwommen. Und ja. So. Noch ist alles chillig. Okay, was seid ihr? Fische. Die sehen noch recht nett aus. Okay, ein Blutöl haben wir. Fehlen noch genug. Ich mache mal Platz in meinem Inventar. Ich will nämlich nicht hier öfter fahren müssen. Ich glaube, das Biom hier ist eins der gefährlichsten. Nachdem eins mit Reapern. Ja, genau, mein Inventar ist ziemlich zugemüllt schon. Kann ich denn mein Zeug gerade mal reinschmeißen? Hier hinten? Ja. Taschenlampe brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Messer und so kann ich mitnehmen. Erste-Hilfe-Kasten behalte ich auch mal vorsichtshalber. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Platz. So, dann nochmal raus. Ich denke, wir gucken einfach uns wieder damit um. Quarz wächst hier auch überall. Und soweit ich das auf Bildern gesehen habe, kann das an einem kompletten Stängel wachsen, das Blut. Okay, dir bleiben wir einfach mal fern. Vielleicht chillst du ja einfach, wenn wir nicht in deiner Nähe sind. Gut, wie der schon brutzelt. Da ist Blut. Sogar ziemlich viel. Ja, scheint recht sicher zu sein. Denk mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, haben wir 7 Blutöl mehr. Ich sag euch mal, in einem der letzten Parts werden wir auf jeden Fall Viecher scannen gehen. Oh. Was sind das denn für Dinger? Ist das nicht böse, ne? Ist halt nur eine Pflanze. So, der lange Wurm ist auch weg, den hört man ja. Okay. Dann sammle ich mal fleißig. Mein Blutöl, Blutöl. Das kann ich nicht sammeln. Okay. Glitchy Glitch. Bald sind wir frei von Schaden. Aber müssen wir trinken. Inventar voll. Heißt, wir sollten auf jeden Fall genügend haben. Ja, das war's ja eigentlich schon.
Ich brutzel den mal einmal. Das ist dem vollkommen egal. Und der zieht gut Prozent ab. Hey! Hey. Okay, er hat keinen Bock mehr auf uns. Dann haben wir auch keinen Bock mehr auf ihn. Schiffchen! Nimm ich mit! Hätten wir 15% so in so einer Sekunde abgezogen. Ja gut, der ist auch elektrisch gedingst, ne? Okay. So, jetzt sollte ich ja, wenn ich richtig ausgerechnet habe, Benzol herstellen können. Viermal. Drei. Vier. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Und ich habe sogar noch Blattdingsel über. Okay. Behaltet Blut mal, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal in einem Patch. Soweit ich weiß, ist das auch die einzige Anwendung. Synthetische Faser, eins. Zwei. So, und Magnetit ist das andere Ziel. Jetzt brauchen wir noch ein Silikongummi. Ja, ich habe, glaube ich, die Dinger nach unten geräumt. Quarz. Eins, zwei. Hm, Quarz könnte ich ja eigentlich auch sammeln. Machen wir jetzt erstmal den Schutzanzug. Dann fühle ich mich sicherer. Silikongummi. Lange nicht mehr hergestellt, Silikongummi. Aber mein Gott, was man braucht, braucht man. Verstärkter Tauchanzug. Anzug. 50% weniger Schaden. Okay. Zack. Physischen Schutz. Legt meine Ausrüstung auf. Könnte ich auch eigentlich die herstellen, mit denen ich schneller schwimme, ne? Mittlerweile mal. Alte Ausrüstung habe ich ja hier unten reingepackt, ne? Genau. Was brauche ich denn für die Flösschen? Waren ja hier noch, glaube ich. Silikongummi zweimal. Das habe ich. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich brauche echt Quarz. Ein Silikongummi. Zwei Silikongummi. Und Schwimmflossen normale. So, und was brauche ich für die Silikongummi? Nochmal zwei Quarz. Okay. Ja, jetzt brauche ich wirklich langsam Quarz. Hier. Achso, ich muss erst Silikongummi herstellen. Gott, bin ich heute verwirrt. Kommen wir zu nix. So, ultraleicht Schwimmflossen. Ich hoffe, das waren die richtigen. Ja. Ultra-Gleit, nicht leicht. Ups. Ja, ist doch alles dasselbe. Ultra-leicht, ultra-Gleit. So, jetzt haben wir hier alle unsere Tauchanzüge und Waffen drin. Jetzt nehmen wir das Stasi-Gewehr. Wo ich durch das Blut rein bei Zeugs, glaube ich. Brauche eh da selten was. Habe ich eh nur Pirscherzähne drin. So. Dann gehe ich in meine Motte. Speichern wir vorher natürlich mal. So, wo ist denn der Lümmel? Hä? Wo bin ich vorhin rumgeschwommen? Da unten? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. So, wir müssen den mit der Stasi-Gang treffen. Das ist ganz schön der Lümmel-Move, den wir hier machen, ne? Und dann scannen. Suche? Hallo, ich bin in dem. Ich glaube, den kann man noch nicht scannen. Probier es nochmal? Nö, den kann man noch nicht scannen. Okay. Tschüssikowski. Ich gehe nach Hause. Und rein hier. Da will man sich schon opfern, um so einen Fisch mal zu scannen, wisst ihr? So ein bisschen Risiko. Ich muss sagen, ich fühle mich mit meiner Unterwasserbase auch ziemlich sicher. Und dem Tauchanzug, mit dem ich jetzt weniger Schaden bekomme. Ja, gut. Dann halt nicht.
Ich wollte eigentlich Quarz hier mitnehmen, ne? Naja, obwohl in dem Gebiet hier daneben, wenn ich hier oben bin. Falls du mal endlich hier aufhört. So tief hier das Gebiet. Da in diesem Biom scheinen ja keine gegnerischen Fische unterwegs zu sein und da ist hier auch überall Quarz. Warum sollte ich mein Leben riskieren? Halt. Ich möchte wieder rein. Please. Ich bin offizieller Mottentaucher mittlerweile. So. Wenn mich was angreift, kann ich immer schnell fliehen. Brauch mal wieder eine Batterie, würde ich sagen auch. Was seid ihr? Oh, Wimmelfische. Mit. Habe ich noch keine. Weißt du, statt dass ich die Fischsorten mal scanne, nehme ich sie alle immer mit und esse auf. Guter Forscher. Ja komm, dann scannen wir doch einen von euch. Hallo. Kann ich dich scannen? Nein, du bist auch noch nicht drin. Ich hab's probiert. Kann mir keiner was vorhalten. Ich sehe so das Biom da unten noch. Welcome aboard, Captain. So, einer meinte in den Kommentaren übrigens, ich sei ertrunken, aber mir ist nur mal die Luft ausgegangen, aber ich habe trotzdem noch die Oberfläche erreicht. Das zählt also nicht. Ich bin nicht gestorben. Wenn die Luft ausgeht, kann man sterben instant, das stimmt. Aber ich habe ja noch Luft bekommen. Deswegen alles Lügen. Oder noch irgendwo eins. Ah, ja. Ist echt chillig, wie schön leer das hier unten ist. So, und ich brauche eine neue Batterie. Können wir uns auch gleich herstellen, wenn wir hier gerade schon so fleißig unterwegs sind. Boop. Die Wasserfilterstation bauen wir übrigens bald, aber ich will erstmal weiter im Meer mich noch umgucken und Zeug sammeln. Dafür brauche ich, da baue ich ja dann offscreen mal eine Basis. In diesem Zwischenloch von der Insel. Kochter Wirbelfisch. Ist niemals die Fühle. Okay. Essen wir zwei Stück mal davon. Ja. Ich klicke auf den Fisch. Danke. Ich habe daneben geklickt, aber egal. Ja. War doch ganz lecker. Oh, das ist so albino-mäßig. Süß. So, Quarz haben wir wieder ein bisschen aufgestockt. Ja, nicht jetzt mega Premium, aber ein bisschen. So, jetzt mal wieder da reinhauen. Kupfer habe ich eins dabei. Salty können wir mal wegpacken kurz. Wenn ich mir Salz habe, kann ich mir auch mehr von allem gönnen. Uch, was habe ich mit dem ganzen Titan gemacht? Ich kann mich erinnern, es irgendwie verbraucht zu haben, aber ich weiß nicht mehr wie. Nein, dich brauchen wir auch nicht. Davon brauchen wir zwei. Herstellen, Strom, Batterie. Ach, schön, wenn wir die Rezepte langsam mal auswendig kennen. So. Wird aufgeladen. Das geht's gut. Die Lasergun können wir wegpacken. So. Perfekt. Gut. Dann suchen wir jetzt das nächste Biom. Unseren fahrenden Festung. Ich fahre an der Oberfläche, damit sich das ja, Dings wieder auflegt. Aber wir wollen in die Richtung sowieso. Wisst ihr was? Ich werde ja nicht mehr das Spiel neu anfangen. Wir fahren jetzt gerade nochmal hier rückwärts und runter. Ja? Boden? Hallo? Ah. Perfekt. Ich mache jetzt noch eine Kleinigkeit hier. Zack. Mit unserem letzten Energieresten hier machen wir nämlich jetzt noch ein Kupferdraht. Kupfer, zwei Stück. Kupferdraht. Zagibum. Und ein Titan brauchen wir. Genau das, was ich vorhin weggepackt habe. Signalboje.
Blood Kelp. Okay, perfekt. So, wenn ich hier nochmal hin muss, irgendwann, wissen wir Bescheid. Genau. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar tausend Meter wieder. Bis gleich. Ah! Da ist eine Bärinsel. Also da ist die Höhle und da ist die... Da ist scheinbar das Mountains-Biom. Beim Mountains-Biom soll angeblich ein Reaper sein, habe ich gerade gesehen. Weil auf der Karte war es halt nicht markiert, ich musste gerade nachgucken und dann stand da Reaper irgendwo. Aber da ist auch das Magnetit, was wir suchen. Und wir sind ja an der Oberfläche. Da soll es ja sicherer sein. Ansonsten rammen wir den Reaper einfach mit unserem Schiff. Und ich hatte gerade solche Probleme hier. Ich bin in so eine kleine pinke Qualle reingefahren, in diese Runden. Und die hat mein Schiff an der Seite hochgezogen. Aber ich habe die nicht gefunden an meinem Schiff. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mein Schiff so scheiße fährt. Aber ich war die ganze Zeit einfach nur an so einer Qualle geklebt. Ja, und das war eigentlich schon alles. Aber ich hatte richtige Probleme. Okay, so viel zu Reaper, nicht unbedingt in der Nähe. Ah, jetzt lümmelt hier auch noch ein Reaper rum. Ja, das kann ich jetzt noch zum wenigsten gebrauchen, dass hier ein Reaper rumlümmelt. In die Nähe von der Mountain-Insel hier. Was ich halt beim Reaper über alles hasse, ich orientiere mich ja gerne, wie weit ist ein Gegner weg. Und ein Reaper ist einfach überall. Vom Geräusch her. Du bist einfach selber der Reaper vom Geräusch her. Ich ignoriere einfach mal, dass der sein Sound gerade weggeglitscht ist. Das ist das Erz, was wir brauchen. Ich habe trotzdem übrigens noch Angst vor Reapern. Weil das doofe Fischis sind. So, speichern wir mal. Ich habe diese Kleberglabber noch. Da, das klebt ja beim Schiff. Oh Gott. Und ihr seht, was das mit meinem Schiff anstellt. Es bringt es komplett aus dem Gleichgewicht raus für ein paar Sekunden. Also, böse. So. Wir brauchen 4 Stück und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. 1, 2, 3. Welcome aboard, Captain. Und 4. So. Deswegen sind wir zu diesem Biom hierher gefahren. Also die Reaper-Warnung hat mir jetzt nicht sonderlich geholfen. So oder so wäre ich so vorsichtig vorgegangen. So. Jetzt können wir uns ja hier umgucken. Aber seitdem so ein Reaper mein Schiff mal reingeglitscht ist, also nicht direkt rein, aber an meinem Schiff rumgeglitscht ist, habe ich voll Angst vor den Viechern. Trotzdem noch. Nicht, dass der dann mal in mein Schiff reinglitscht und dann mir wehtut. Mich unsittlich berührt. Dann kaufen wir mal einen Reginald wieder. Reginald, du bist das beste Essen. 44, zack, voll. So. Da schwimmen auch Reginalds rum. Ah, ist auch Magnesium. Können wir eigentlich hier craften jetzt mal, ne? So, wir haben den guten Tauchanzug. Wir haben Magnesium, womit wir uns jetzt einen Kompass herstellen können. Da, Kompass. Mit einem Computerchip. Ich weiß schon, warum ich so viel Silber gesammelt habe. Kompass. So. Das Signal packe ich mal hier rein.
So. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier eine Nord-Südwest-Anzeige. Ich wollte gerade M drücken für Map, aber wir haben ja gar keine Maps. Soll ich hier eine Boje hinpacken? Mit Mountains? Ich glaube schon. Kupfer. Zack. Ein Titan. Zack. Und Crafty. Eins und zwei. Ich wollte es eigentlich an Land packen, aber da ist so ein Viechi. Packen wir es mal hier hin. Mountain. Und rein. Was macht der Lümmel denn jetzt hier bei mir in der Nähe? Keine Ahnung. Gut, dann fahre ich jetzt zu meiner Insel zurück und wir bauen uns noch die Upgrades. Genau, bis gleich. Ja, die Fahrerei kann ich ja echt rausschneiden. Warten wir noch, bis wir weg vom Reaper sind. Vielleicht sehen wir ja nochmal. Bisher sehe ich nichts. Hört sich an, als wäre hinter mir. Naja. Wir haben unsere vier Dingsi. Eins brauchen wir für das Raketensystem vom U-Boot. Und zwei für noch irgendwas. Keine Ahnung, ich habe alle Rezepte angeguckt, damit ich gleich wusste, wie viel ich von dem Zeug sammeln muss. Und es war vier Stück und es waren alle Sachen, die man nur einmal herstellen muss. Außer natürlich unser Boot geht kaputt. Ich weiß nicht, was dann damit passiert, aber... ja. So, wir hatten... ich guck mal kurz nochmal auf unsere Karte, die ich hier offen hab. Huch, alles erstmal wegklicken. So, Safe Shallows, da fängt man an. Kelp Forest kennen wir. Grassy Plateaus sind die roten Wiesen, kennen wir. Schauen wir mal wieder unter Wasser. Nicht, dass wieder so eine rote Qualle kommt. Underwater Islands. Das war das Biom, wo wir gerade waren. Das heißt Underwater Islands. Oder Mountains Biom, scheinbar hat es zwei Namen. Muss man auch erstmal wissen. Mushroom Forest kennen wir. Dann gibt's noch die Kosh Zone. Kosh Zone, da waren wir noch nicht. Crash Zone ist einfach nur ums Schiff herum, da waren wir. Floating Island ist unsere Insel. Grand Reef kennen wir, Sparse Reef kennen wir, Blood Kelp kennen wir. Dünen sind wir auch ein bisschen durchgetuckert. Joa. Kann man sich geben. Okay, ich schneide kurz. Bis gleich. Oh, ich möchte so ein Viechi scannen. Wenn ich gerade hier bin. Das kann ich gerade doch mit euch machen. Meine Lümmel-Abonnenten. Der kann scheinbar so ein Gas aus seinem Ding rausschießen. Deswegen mache ich ihn mal langsam. Damit er mich in Ruhe lässt. Ich habe gerade kurz Angst bekommen. Ah, wer kann helfen? Ich ignoriere es einfach. Danke. Alter, einen Blasenfisch hatte ich schon lange nicht mehr. Den esse ich erstmal. So, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Die Sichtdistanz ist echt scheiße. Muss man schon sagen, ne? Die Insel sieht voll leer aus. Wenn man richtig nah dran ist, ist auf einmal so ein Utopia. Tschüss, Blood Kelp. Da verschwindet es aus dem Bild. Ja, sind wir da. Ich glaube, wir haben auch ungefähr die 30 Minuten gleich zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, warum wollte ich hierher? Achso, ich wollte das Torpedosystem in meinen
in meine Bumblebee einbauen. So, du kannst jetzt mal tanken endlich. Zack, zack, zack. Du kannst hier rein. Captain. Ich will eine deutsche Version. Willkommen an Bord, Kapitän. Eine sehr dramatische Stimme. So. Ja, Computerchip und ein Magnetit. Hätte ich zwar vorher schon mitnehmen können. Aber was soll's. Ich guck gerade gleich nochmal, was ich noch an Magnetit brauche. Und wir müssten dann noch gucken, wo es das Rezept für diesen Exosuit gibt. Den werde ich mir auch noch herstellen, auf jeden Fall. Dann haben wir bald alles. So, Seemotten-Torpedosystem. So, Seemotten-Torpedosystem haben wir und... Ich nehme dafür die Tauchhöhe raus. Aber die hebe ich mir auf. So. Kann ich die Torpedos jetzt irgendwo reinlagern? Man läuft so dämlich, wenn man schräg läuft. Kann ich die Torpedos jetzt irgendwo reinlagern oder muss ich die einfach nur... Also ich sehe, da ist ein neues Ding. Torpedoschacht. 4 Stück kann man reinpacken. Muss ich das Torpedoding zweimal bauen, damit ich 2 Torpedodinger habe? Ja. Ich hole mal kurz noch 2 Torpedos auf jeden Fall hier. Haben wir 4 Torpedos. Gott, sind die groß. Kann man da auch andere Sachen reinlagern? Nein. Nur Torpedos. Welcome aboard, Captain. Ich gehe mal auf so. Speicher mal vorher. Ne? Oh. Was sind das für Torpedos? Warum erzeugen die so einen Wirbelsturm, der ihn anzieht? Naja, das war mein Test-Torpedo. Und ja, jetzt packe ich das Torpedo-Ding da rein. Wir sehen... Warte mal kurz, ich schaue nochmal kurz eine Sache nach. Wenn ich es noch finde. Magnetit? Für was brauchte ich das noch? Ach, für so einen Thermalplant, wenn ich einen bauen will. Okay. Ja, dann hat sich's erledigt. Wofür braucht man Uranium? Für Energie. Ach, man kann einen Nuklearreaktor bauen. Gottes Willen. Nein, danke. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ihr irgendwas Cooles noch sehen wollt, sagt Bescheid. Ich werde jetzt dann meine Basis in der Mitte bauen und... Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben heute viel erlebt. Hoffentlich. Hoffentlich genug. Bis zum nächsten Mal, euer Zimmermann. Tschüss.